Herzlich willkommen zum Let's Play Onsi 2, der Omnibus Simulator. Wir fahren auf der Berlin X-Seen Map mit dem Bus Neoplaner nehme ich am besten. Neoplaner, ne, oder? Soll ich den nehmen? Ja, ne? Am besten wär's, ja. Oder? Nee, oder? Nee, der hat keine Matrix, komm. Nee, vergiss es. MAN, den Doppelgelenkbus. Den können wir nehmen. Den stand Berliner Bus. Dann hätte ich auch zufälliger Bus drücken können, Idiot. Den hier. Ihr seht das jetzt gar nicht. Aber ich kann die Helligkeitsregelung untersetzen. So, jetzt seht ihr Geflackerer. Mach egal. Ja. Nee, das will ich nicht. Ich will das haben. Okay. Herzallee. Genau. Wir fahren jetzt die Berliner hier im Tamling. So. Es dauert eine Weile und ja. Der hat es jetzt hoffentlich gerafft. Ja, jetzt hat er's, okay? Immer ihn auf P stellen, dann dauert das nicht so lange, bis er... Alter! Flacke! So flackert's immer, oh, egal. Erstmal Elektrik ein. M. D. Hört man jetzt zwar nicht, aber... Jetzt. So, jetzt kommen wir zum Ibis. Das Ibis ist nicht mehr herkömmlich da oben, sondern hier unten. Beim Fahrdrucker. Hier Kurs. 0, 1. Nein, nicht 4. Oh, bitte. 0, 1. 0. 3, 6. 0, 0, 0, 0, 2. Wir fahren nämlich die... Na, war das das Richtige? Ja, ne, oder? Noch besteht der Betriebsfall, aber ich warte, bis er das umgestellt hat. Das dauert eine Weile immer, bei diesem Bus. Ach ja, ich muss ja noch... mal... hier drauf drücken und dann auf Q. Nee, da fahren wir leider nicht hin zum Zoologischen Garten. Denn. Moment. Nee, der bleibt immer noch so, okay. 01036000001. Herzallee starten. Ich vergesse immer wieder auf Q zu drücken. S-Bahnhof Teltowstadt. Ne, es müsste dann die 5 sein. Oder? Moment. Windows-Taste L. L. Eingeben, das geht. So, jetzt müsste eigentlich die Schrift da oben wieder kommen. Das hat er wohl meistens. Okay, das ist... kein Licht. S-Bahnhof Teltowstadt. Okay, da fahren wir aber nicht hin. Wir fahren ja zur Ramradbrücke. Also, 0, 1, 0, 3, 6, 0, 0, 0, 0, 5. Bitte warten. Herzallee, ich weiß es nicht. Aber wir können ja mal. Adelzelle, hä? Nee, Zehlendorf Adlerzelle wollen wir ja gar nicht hin. Moment, ist irgendwo noch so ein. Das muss ich kurz da reingucken ins Handbuch. Mach ich jetzt mal.
Ich kann jetzt nicht die Kamera aus der Hand nehmen. Aber sieht sogar nicht schlecht aus. Guter Anfang jetzt echt. Da, X10. So. Na, du haust nicht mehr ab. Ich hoffe, das wird euch für euch lustig jetzt. Also, welche 010 oder 691, hä? Alter. Hä, betreut. Verarschen? Von? Ach so. Moment, das müsste. Herzallee. Ah, Nummer 3. Nummer 2 müsste es. Also nochmal. 0 0 1 0 3 6 2. Ist man auf Teltowstadt? Wieso? Hä? S und U-Bahnhof? Zoologischer Garten? Herzallee. Hä? Ah, Moment mal. Ey, willst du mich verarschen oder was? 03? Ey, wenn das jetzt nicht richtig ist, ne, mit der 03, ne? Herzallee? Na, eigentlich, wir haben es hinbekommen. Herzallee, Rambrambrücke, okay. Herzallee, so. Ich stelle jetzt kurz mal die Zeit vor. Mal abwarten müssen um 10, ne? 10.09 Uhr. Zurückbleiben, bitte. So, auf geht's nach Zoologischer Garten. S- und U-Bahnhof Zoologischer Garten.
Übrigens, ich nehme mit dem Handy auf, weil ich noch keine Kamera habe. Und übrigens, das kann ich auch so offline online stellen. Hallo. Ich wundere mich jetzt gerade echt, warum ist kann er. Kalt. Moment, da muss ich erstmal nachgucken. Kein Wunder, warum keine Fahrkarten verkaufen wird. Das denke ich ja auch auf keine. Da müsste an der nächsten Station welche kaufen. Das weiß ich. Guten Tag. Alles, was jetzt hier passiert, voll live für euch, wird auch automatisch bei euch ankommen, live. Gleich, wenn ich das hochgeladen habe. Ich werde in ein paar Teilen immer das abcutten. Also jetzt noch nicht, aber ja, wir werden dann irgendwann ankommen. Bei Herzallee. Von Herzallee bis nach Rammradbrücke. Ich mache mal kurz die Tür zu. Moment, ich mache einen kurzen Cut, dann sehen wir uns gleich wieder. So, das war der kurze Cut. Ich bin wieder da und fahren weiter. Und übrigens, die nächste Leitstellenfahrt ist am 20. Oktober. Da werde ich dabei sein und auf dem Teamspeak Server kommen. Ich gebe euch gleich die IP-Adresse. Ja, am besten zeige ich euch jetzt, weil ich habe jetzt den Teamspeak-Server von dem Leitstelle. Allerdings, ja, aktualisieren bitte. Ja. Ja, bis es aktualisiert ist, ich springe es jetzt über. So, noch einen kleinen Cut. Hier ist also, diese nicht, nein, die hier. Die hier ist die Adresse. Kopieren. So, bei Verbindung drückt ihr hier drauf. Diese Adresse ist nicht richtig, aber die ich jetzt da reinfüge. Verbinden und, wie ihr seht, verbunden. Oder auch nicht. Auf jeden Fall war das ein voller Erfolg. Aber ihr könnt auch gerne über diesen Teamspeak rüberkommen. War ich nämlich gestern auch. Oder wann das war. Ganz wichtig, ihr müsst den Server immer wegdrücken. Noch verbinden. Okay. Ja, sonst funktionieren jetzt. Und wir gehen und wir fahren jetzt weiter. Einfach ignorieren das Geflackerer.
Thank you.